Willkommen zurück, meine edlen Glücksritter und Burgfräulein, zurück zu Total War Medieval 2. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Mir ist aufgefallen, dass der Ausbau seiner Burg hier vielleicht gar nicht so optimal ist, weil wir wollten ja auch die Bauern verstärken oder die Bogenschützen, aber okay. Befehle, Kaiser! Euch können wir auf jeden Fall woanders hinschicken. Ja, mein Kaiser! Und ich habe einige Einheiten noch nicht weitergeschickt. Ja, Kaiser! Fällt mir gerade eben auf. Vorbei. Ja! Hier errichten wir ein Nachtlager. Ah, stimmt, da war was. Wir müssen dringend früher oder später unsere Flotte ausbauen. Das ist ein großer Nachteil unsererseits momentan. Zagreb zu erobern würde unsere Kassen wieder etwas füllen. Er wird morgen ein toter Mann sein. Warum können wir denn noch so viele Einheiten bewegen? Kaiser, verratet mir den Namen des Ziels. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Ja, unbedingt, wenn das... Ja, ich überbringe ihm eure Nachricht, Ich dachte, Kaiser. Dass wir längst alle Einheiten verschoben hätten, weil die Runde ja auch schon so gut wie vorbei ist. Sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Mein hinterhältiger Freund. Ah, schade. Schnell und leise. Sehr wichtig, auch Genua in der Hinsicht wieder etwas sicherer zu machen. Erhöhen wir die Steuern? Ja, die Kriegskasse muss gefüllt werden. Ja, Kaiser? Ich bin Diener Gottes. In Gottes Namen. Bin unterwegs. Ja, Russland hat eine nicht zu verachtende Flotte. Um den ein oder anderen Agenten mehr wäre ich dankbar. Kaiser? Seid gegrüßt, Kaiser. Gut, aber ich denke, mehr können wir nun wirklich nicht machen. Ja, mein Kaiser! Viele Rebellionen auch hier im Norden jetzt nicht gerade, aber bei Nürnberg haben wir eine unangenehme Rebellion. Und sonst in den neu eroberten Gebieten teilweise. Für das Reich! Voller Stolz, Kaiser! Ich bin zumindest dafür, dass wir noch eine Runde abwarten. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Wir sind ja jetzt auch nicht direkt auf die Gelder angewiesen, die dort hereinfließen. So. Wir sehen zwei sehr, sehr große. Die Franzosen werden sich wehren. Wie finanzieren sie all die Armeen? Sie haben zwei sehr, sehr große Kreuzzugsarmeen. So viele Länder können sie doch gar nicht besitzen. Wenn England vom Norden drückt und die Spanier vom Westen. Es ist schon eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, spionieren können sie uns, wenn sie unbedingt möchten. Möglicherweise wollen sie Dijon schützen, das könnte sein. Optimal war die Eroberung von Rennes nicht, muss ich gestehen. So, die Franzosen sind fertig. Eigentlich etwas eigenartig. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Venedig zeigt keine Reaktion auf die Belagerung von Zagreb. Das sollte natürlich dann von unserer Seite eine Reaktion geben.
Ihr wollt mir ja nicht erzählen, dass die Schotten jetzt anfangen, Frankreich anzugreifen. Auch Byzanz momentan finde ich eine sehr, sehr spannende Fraktion. Sie ziehen jetzt ihre ein. Möglicherweise wollten sie Budapest erobern. Wahrscheinlich haben sie Ungarn den Gar ausgemacht. Das kann natürlich sein. Na, ist ja schön, dass mal die verschiedensten Fraktionen auch untereinander sich Einheiten stehlen. Das ist schön zu sehen. Bisher hatte ich so das Gefühl, man gehe gezielt gegen uns vor. Nein, der Feind greift uns an. Der Wind hat uns im Stich gelassen. Wir segeln morgen weiter. Ich denke, dass sehr viel davon abhängt, wie viele Häfen unsererseits frei sind. Also unsere, sag ich mal, halbjährlichen Einnahmen. Genua und Mailand. Bei beiden gibt es Probleme. Die Ägypter treiben ihr Spiel weiter. Ohne Interesse, Gaza zurückzuholen. Ich denke, es ist Verzweiflung. So. Hier kommt die polnische Kreuzzugsarmee. Naja. Diese Einheiten wollen sich unterstützen. Mein Problem sind, dass wir nur eine Speereinheit besitzen. Aber warum nicht? Dieser Tag soll der Tag des Reiches werden. Schauen wir mal, dass wir die Polen etwas bearbeiten. Wir müssen sie gar nicht zwingend jetzt besiegen, sondern auch einfach die Armee schwächen. Einheiten, wartet auf meinen Befehl! Wenig Möglichkeiten, sich zu verstecken. Der Feind bringt Verstärkung! Also gut. Versuchen wir das Schlachtfeld so zu machen, dass es uns von Vorteil nutzt. Unsere Einheiten möglichst nah, dass wir von beiden Seiten zuschlagen können, also den Feind auch in den Rücken fallen. Das wäre mir sehr wichtig. Bitte lockere Formation. Ja, die Armbrustmiliz natürlich ganz vorne, das ist klar. Da kommen die polnischen Edelmänner.
Das sind Fernkämpfer. Das ist Fernkampfkavallerie. Behalte den Fokus bitte auf die Fernkämpfer. Da versagen unsere Speerkämpfer leider etwas, muss ich gestehen. Na, ihr bleibt schön da, ihr bleibt schön bei den Armbrustmilizen. Ich will nicht, dass sie mit ihren Bolzen schießen. Fokus, Fokus auf die polnischen Edelmänner. Na, warum nicht? Was kommt hier hinten noch? Bauern. Polnische Bauern. Sehr gut, sehr gut. Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Und weiter, Männer, und weiter. Wen haben wir hier drüben? Abgesessene polnische. Ja, die sind stärker. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Jetzt wieder auf die Bauern. Das ist ein überzeugender Kampf unserer Stadtmiliz. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Und abdrehen auf die Bauern. Na. Schneller, Männer, schneller, schneller. Kommt, umso schneller ihr dort seid, umso eher könnt ihr diese Söldnerspeerträger aufarbeiten. Ich bin beeindruckt von unserer Stadtmiliz, wirklich. Und los. Ja, die Armbrustmiliz kehrt zurück, das war zu erwarten. Und auch die fränkischen Söldner wollen sich nochmal messen. Ja, es ist gar nicht schlecht, wenn sie zurückkehren. Aufstellung. Aufstellung. In aller Ruhe, Männer, in aller Ruhe. Ihr habt die Polen da, wo ihr sie wolltet. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Der feindliche General flieht. Er hat keine Ehre. Verfolgt sie. Und wenn ihr noch jemanden bekommt, ist es gut. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es ist eine Armee, nur bestehend aus Stadtmilizen und ein paar gepanzerten Sergeants oder Sergeant-Speerträgern. Während unsere Feinde doch mit stärkeren Einheiten aufwarten konnten. Ah, leider reicht ihnen die Luft nicht aus, um sie einzuholen. Schade. Vielleicht ein paar wenige, glaube ich. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Und das ist eine äußerst schmerzhafte Niederlage für Polen. Niemand wird uns hier vermuten, Kaiser. Ein perfekter Hinterhalt.
Diesmal richten wir sie hin. Und sie ziehen sich geschlagen nach Kraken zu. Interessant, interessant. Na, ohne Frage ein Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Der Rundenbericht sehr positiv. Frankfurt wächst zu einer Großstadt. Nürnberg wächst zu einer Kleinstadt. Oh, in Thorn. Prinz Konrad ist der neue Erbe. Fritz, der Mann und Volk bei Himmel sind volljährig. Sehr gut. Gut, dann sollten wir zuallererst für das Reich, für Zakir den Ruhm einnehmen. Des Reiches. Nehmen wir nun die Mauern ein, mein Kaiser? Ich bin dafür, ja. Ich bin dafür, dass wir Zakir jetzt einnehmen. Kaiser. Wobei, das könnte brachial schiefgehen. Sie haben keine schlechten Einheiten dort. Und sie werden bis zum Tod kämpfen. Unser größter Vorteil sind, denke ich, die Armbrustschützen. Kämpft, tapfere Männer! Das ist jetzt ein gewisses Risiko, das wir eingehen. Aber wer im Krieg nicht wagt, gewinnt auch nicht. Eure Belagerungsgeräte werden automatisch einer eurer Infanterieeinheiten zugewiesen. Warum erzählt ihr uns eigentlich jedes Mal das Gleiche? Gut. Wo sind unsere Kavalleristen? Hier? Positioniert die Armbrustschützen ganz außen. Na los. Diese Einheiten in die Nähe unserer Feinde.
Sie ziehen den Großteil ihrer Einheiten ins Zentrum zurück. Das ist schon mal gut. Wo sind ihre... Hier sind die Armbrustschützen. Die Leitern sind jetzt in Position. Und jetzt hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Diesmal kommen unsere Eroberungstürme auf jeden Fall sehr gut durch. Das ist natürlich etwas unnötig, dieser Umweg. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern erreicht. Für das Reich. Sehr schön. Unsere Fernkämpfer schießen zurück. Das ist sehr wichtig. Und jetzt hoch da. Unsere Belagerungstürme haben die Mauern erreicht. Für das Reich. Der Rambock wurde zerstört. Interessant. Die Feinde machen sich doch wieder auf den Weg Richtung Mauern. Unsere Leitern sind an den Mauern. Interessant. Jetzt sind unsere Belagerungstürme an der Mauer. Wir werden sie erobern. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Ja. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Schlecht läuft es nicht, aber überzeugt bin ich auch noch nicht. Jetzt sind unsere Belagerungstürme an der Mauer. Wir werden sie erobern. Schnell hier rüber. Jetzt kämpft euch vor. Verdammt! Unsere Belagerungstürme wurden zerstört! Sehr gut. Und jetzt hier rüber. Los, 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 auf die gepanzerten Sergeants. Nehmt so viele mit, wie ihr könnt, und dann attackiert ihr hier. Nehmt den Feind in die Zange, wenn ihr könnt. Und ihr versucht euch hier in die Mitte vorzukämpfen. Ja, die Mauern sind schrecklich umkämpft. Das ist, denke ich, logisch.
Hier hätten wir noch eine Einheit, die wir hier hochbringen könnten. Unsere Söldner-Armbrustschützen wurden überrannt. Das ist natürlich problematisch. Das größte Problem momentan ist definitiv, dass wir die Mauer nicht einnehmen können. Schwierig. Vermutlich wird es eine Niederlage nach sich ziehen, ja. Weil wir die Tore und Türme nicht so erobern können, wie das meiner Meinung nach gedacht ist. Versucht euer Glück erneut. Noch viele Einheiten in der Stadt. Sehr, sehr viele. Rambok ist in Position! Es kann nicht mehr lange dauern, bis die Verteidigung des Feindes fällt! Möglicherweise schaffen wir es in die Stadt, aber ich denke, dort endet unser Glück auch. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Nein, das sehe ich nicht. Und der Feind wird besiegt werden. Einen Schlag noch. Könnt ihr diese Speerträger nicht endlich ins Nirvana befördern? Wir kriegen dieses Tor nicht auf. Und weiter, und weiter, und weiter. Der Rambok ist in Position! Der Rambok sehr gut, hat das sehr Tor gut. Zumindest ist das Tor jetzt mal offen.
Mein Herr, nur noch die halbe Streitmacht ist übrig. Ich weiß. Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen. Noch sehe ich nicht, inwiefern wir die Mauern eingenommen haben. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Die Schlacht entgleitet uns! Unternehmt was! Ich wollte gerade sagen, ich sehe das nicht so. Ja, wobei, stoppt. Stoppt. Ich denke, wir werden uns hier mit einer schmerzvollen Niederlage konfrontiert sehen, ja. Alle Einheiten ins Zentrum. Alle Einheiten ins Zentrum. Diese Situation ist nicht mehr zu retten. Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich. Wir müssen das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Wenn ich nur sagen könnte, wie. Aber mir fällt nichts mehr ein. Gott schütze uns! Unser General liegt tot auf dem Schlachtfeld. Wir waren zu gierig. Seine Männer den Mut und die Schlacht verlieren. Wir waren zu gierig. Diese Niederlage drückt auf die Herzen aller, die das Reich ihrer Heimat nennen. Erstmals seit langem müssen wir eine grauenvolle. Ich bin bereit, mein Kaiser. Wir brauchen nur noch ein Opfer. Ja, ja. Ja. Wir wurden besiegt. Neu formieren. Männer, beendet die Belagerung. Wir rücken an. Die heutige Reise ist vorbei. Ja, Flotte bereit. Bin zu Diensten. Ja, Kaiser. Heute geht es nicht mehr weiter. Eine wahrlich schmerzvolle Niederlage. Kaiser? Ja, wir könnten weniger Konkurrenz gebrauchen. Gut, kümmern wir uns erstmal um den Nahen Osten. Hier sollte ja alles halbwegs günstig vonstatten gehen. Eröffne eine neue Handelsstraße. Kaiser? Ich werde die fremden Waren zurücksenden. Ansonsten scheint die Lage hier recht gut zu sein. Wie ich sehe. Schade.
Gut, aber die Taverne wird ja errichtet. Gibt es hier weitere interessante Güter? Hier unten gäbe es noch Sklaven. Wäre nicht schlecht. Ich bin Diener Gottes. Bin unterwegs. Dort ist die polnische Kreuzzugsarmee. Er wird morgen ein toter Mann sein. Was ist das Ziel des Reiches? Nichts. Ja, bin unterwegs. Schnell und leise. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Obwohl er so ein fähiger Attentäter ist er doch nicht so unglaublich nützlich in dieser Phase. Vorwärts! Die Augen des Reichs. Wie ein Schatten. Ja, Kaiser. Volle Segel. Ja, Kaiser. Ja, Flotte bereit. Kurs gesetzt, Kaiser. Ja, Kaiser. Also wir schicken weiterhin zwei Einheiten Kaiser. Richtung Süden. Ich möchte hier eine vollständige Armee. Wir sind gut aufgestellt, besonders mit Fernkämpfern. Bildet daher noch weitere... Damit müssen wir uns, denke ich, zufrieden geben. Seid gegrüßt, Kaiser. Ich fahre morgen fort, ja? Um möglicherweise gegen diese Kreuzzugsarmee anzukämpfen. Ich weiß nicht genau, was ihr Ziel ist. Vermutlich Kairo. Und dann müssen wir Bronisa Ducic uns entgegenstellen. Hier wird auch momentan gebaut, die Fruchtfolge, ja. Ja. Es wird überall ausgebaut. Kaiser! Eure Befehle, Kaiser. Ich bin Diener Gottes. Natürlich, Kaiser. Bin unterwegs. Das geht nicht, Kaiser. Seid gegrüßt, Kaiser. Ich bin Diener Gottes. In Gottes Namen. Ich fahre morgen fort, ja? Also gut. Ich muss mich ein wenig sammeln. Ich muss mich ein wenig sammeln, ja, und neu Kaiser, organisieren. Ich werde alle Geheimnisse für das Reich lüften. Jawohl, Kaiser. Wie ein Sehr Schatten. Gut. Nein, Kaiser, ich kann nicht. Diese Armee wollte ich sehen. Sogar mit einem Priester ausgestattet. Wo ist unser Attentäter? Hier im Süden? Verratet mir den Namen des Ziels. Was ist das Ziel des Reiches? Tod oder Zerstörung, Kaiser? Sehr schön. Schnell und leise. Ja, bin unterwegs. Gut, wir haben unsere Priester organisiert. Den Rest auch. Sehr schön. Kümmern wir uns um das Wesentliche. Oslo wird momentan ausgebaut. Und mehr können wir gerade auch nicht machen dort. Diese Einheiten... Ja, Befehle, Kaiser. Benötigen wir im Süden. Stockholm wird ebenfalls ausgebaut und sieht momentan... Können wir dort die Steuern ein wenig erhöhen? Ja. Ah, nicht nur ein wenig. Sondern deutlich. Und ab nächster Runde haben wir dort eine Ratskammer. Sehr gut. Einheiten dort benötigen wir meiner Meinung nach nicht. Einheiten abziehen möchte ich aber auch nur ungern aufgrund der Problematik mit Russland. Ansonsten stehen wir gut da. Aarhus. Können wir die Steuern auch etwas erhöhen? Ja, die Zufriedenheit ist dann nicht zu 100% gegeben, aber das ist in Ordnung. Hier werden gerade die Straßen gebaut, die sehr, sehr schlecht sind in dieser Gegend, muss ich gestehen. Mein Kaiser? Ja, Kaiser! Vorwärts! Genug marschiert für heute.
Hier sehe ich zwei schottische Armeen. Hier, diese Reiterei sollt ihr euch genehmigen. Ja, wir werden hier rasten. Mein Kaiser? Hier wird sich gerade um die Problematik hinsichtlich der Nahrungsmittelversorgung gekümmert. Sehr gut. Stettin soweit auch ohne weitere Probleme. Magdeburg? Ebenfalls sehr schön. Für das Reich! Haben wir hier... Nein, hier nicht. Kaiser! Befehle, Kaiser! Für das Reich! Eure Befehle? Ihr seid noch sehr jung, mein Freund. Ja? Daher reitet ihr gen Norden. Wir werden hier rasten. Ansonsten ist die Lage in Frankfurt sehr gut. Dass wir hier noch keine Pflasterstraßen haben, ist nicht so optimal, aber in Ordnung. Hier warte ich darauf, dass die Stadtgarde gebaut ist und wir stärkere Einheiten organisieren können. Prag ist zufriedenstellend. Breslau? Ebenfalls. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Kaiser! Ja, mein Kaiser. Kaiser! Befehle, Kaiser. Macht Druck auf Krakau. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Belagern die Siedlung, Kaiser. Die Armee belagert weiter, Kaiser. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben dort. Sag ich es, wie es ist. Aber dennoch, eine Belagerung sollte möglich sein. Schickt uns... Ja, mein Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Vorwärts! Die heutige Reise ist vorbei! Kaiser! Ja, Kaiser! Dann müssen wir hier die Steuern etwas niedriger ansetzen. Das ist aber kein Problem. Und dann haben wir hier noch... Kaiser. Unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. 8 Entsatztruppen. Genau, hier haben wir eine kleine Armee mit 8 Einheiten. Hier nochmal 8 Einheiten. Damit können wir Polen auf jeden Fall etwas länger unter Druck setzen. Kaiser. Und diese Einheiten schickt ihr ebenfalls noch nach. Die heutige Reise ist vorbei. So gefällt mir das sehr gut. So gefällt mir das sehr, sehr gut. Die Niederlage bei Zagreb war bitter. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und dennoch können wir, auch wenn das vielleicht absurd klingt, unsere Vorteile aus der Situation ziehen. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Kaiser. Befehle, Kaiser. Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Gott segne euch, edler Herr! Diese Einheiten sind nicht so schwach. Wir können unsere Vorteile daraus ziehen, und zwar sind das Befehle, Einheiten, Kaiser, für die wir am Ende des Tages ja zahlen mussten. Diese Gelder fließen jetzt zurück in unsere Kasse, daher, es ist nicht nur schlecht. So. Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Nun sind Sie verloren, Kaiser. Was möchte dieser schottische Teufel? Zum Kampf. Das war der Untergang der Feinde des Reiches. Oh. Mein Kaiser? Kaiser! Könnt ihr diese beiden Einheiten nach Metz zurückschicken? Sie sollen dort aufgefrischt werden. Seid so gut. Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Kaiser!
Ist es mir das wert? Sid. Ja, mein Kaiser. Befehle, diese Einheiten Kaiser. Brauchen wir nicht ja, mehr. Ja, mein Kaiser. Dann schickt ihr mir noch eine weitere Einheit mit. Befehle, Kaiser. Vorwärts! Kaiser, hier errichten wir ein Nachtlager. Ich würde den Druck auf Zagreb gerne irgendwie aufrechterhalten, soweit das geht. So. Ja, mein Kaiser. Vielleicht kann ich zur Verständigung unserer Völker beitragen. Vielleicht könnt ihr den Mund halten, Kaiser? Und mich nicht belästigen. Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Ziehen in die Schlacht! Die Zeit ist gekommen, Männer! Holen wir uns diesen schottischen Kaiser Edelmann! Stolz. Diese Schlacht scheint sich zu unseren Gunsten zu entwickeln! Gut. Ganz vorne logischerweise unser Arm muss schützen. Dahinter, ja, das ist gut, das ist gut. Und los. Leichte Kavallerie! Aufstellung, Männer. Denkt dran. Das sind Pferde. Deswegen macht eure Schildtron-Formation. So, die ersten Bolzen sind bereits geflogen. Daher jetzt auch der Ansturm. Ja, sie haben unsere Einheiten erreicht. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Zieht euch zurück, Männer. Zieht euch doch zurück. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Sehr schön. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Das ist natürlich nach der Niederlage in Zagreb nur ein kleiner Aufheiterer. Die Falle steht bereit zum Zuschnappen, Kaiser. Das hat sich doch gelohnt. Das Reich ist siegreich, Kaiser. Das hat sich doch wirklich gelohnt. Also, was brauchen wir? Wir brauchen Armbrustschützen in Rem und... Die werden noch aufgefrischt. Diese ja, Einheit Kaiser. Muss woanders hin. Ja, unsere heutige Reise ist beendet, Kaiser. So. Kaiser! Befehle, Kaiser! Kaiser! Befehle, Kaiser! Diese sechs Kaiser. Einheiten schickt ihr mir hier runter. Vorwärts! Verbinden die Truppen! Ja, mein Kaiser! Die heutige Reise ist vorbei. Hier errichten wir ein Nachtlager. Und dennoch möchte ich hier auf jeden Fall die Miliz aufrechterhalten in Budapest. Kaiser? Ja, mein Kaiser. Venedig.
Ja, es gibt Städte, die machen uns einfach Probleme. Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Es gibt Städte... Befehle, Kaiser! Kaiser! Die machen einem einfach Probleme. Ja, mein Kaiser! Kaiser! Marschiert! Und da gehören diese Städte definitiv dazu. Bologna ist sehr zufrieden. Wir brauchen dringend irgendwie eine Marine. Meint ihr den Feind? Hier unten kommt nun Sizilien. Mit Sizilien sind wir zumindest noch nicht im Krieg. Nicht leicht, jetzt hier den maximalen Profit aus der Situation zu schlagen. Hier werden Einheiten ausgebildet. Wie viele Einheiten haben wir? Genug, um uns zur Wehr zu setzen. Das ist wichtig. Gebaut wird sowieso überall. Das ist auch wichtig. Der Norden wird intensiv ausgebaut. Ebenso wichtig. Also, was können wir in Venedig ausbauen? Was hilft uns wirklich weiter? Wir haben Nahrung. Baut hier die Farmgemeinschaft. Baut sie. Bologna. Und hier sollte die Ratskammer für mehr Disziplin sorgen. So, denkt ihr, dass es zu Auseinandersetzungen kommen wird? Er wird morgen ein toter Mann sein. Das ist die große Frage. Können wir diese Runde noch schnell starten? Ich meine, hier werden wir die Einheiten zurückziehen. Befehle, Kaiser! Ihr habt die falsche Flotte gewählt. Ich meine, wir können ja vor der Schlacht auch speichern. Dann müssen wir zur Not einfach früher unsere Kraft beenden. Gut, die Franzosen ziehen weiter. Sie ziehen weiter. Mailand wird einfach spannend. Können wir Mailand so lange im Griff behalten, die Bevölkerung dort, bis die Stadt ausgebaut ist? Weil ich denke, dass das einige Probleme beseitigen wird. Der Schmutz sammelt sich ja gerade dort. Nun beginnt eine Belagerung durch die Franzosen von Rem. Wir werden belagert. Das werden sie bereuen. Die Franzosen gehen nun explizit aggressiv gegen uns vor. Mit einer großen Armee. Sie haben zwei Kreuzzugsarmeen. Den Kreuzzug werden wir nicht verhindern können, da wir momentan keine Flotte haben. Der Papst muss auf See geschützt werden. Vollkommen klar.
Das sind knappe 2000 Gulden, die uns flöten gehen. Das ist nicht so dramatisch. Venedig wird dankbar sein für den Ausgang des Kampfes in Zagreb. Dort ist ein Attentäter, das weiß ich. Oder das wissen wir. Was die Schotten genau planen, ist mir persönlich ein Rätsel. Sie haben dort eine Armee an der Küste, aber wollen sie diese dort behalten oder nicht? Wir, das Heilige Römische Reich und das Byzantinische Reich, wir haben momentan das gleiche Problem. Und zwar, wir haben ein sehr großes Reich, aber teilweise sehr aufgedröselt. Hier, wie wir auf der Karte unter mir sehen können, sie haben eben Teile von Griechenland und Makedonien. Dann sind sie aber auch nahe bei der Türkei, bei der Türkei und haben dort vereinzelte Provinzen für sich gewonnen. Was natürlich gut ist, aber es ist praktisch ein kompaktes Reich zu haben. So, wir haben ein kompaktes Reich, aber eben auch noch für sich stehend den Bereich im Nahen Osten. Kommt es zum Konflikt zwischen den Ägyptern und den Polen? Das wäre ja interessant. Sie können sich einfach so... vielleicht sind sie ja verbündet. Das könnte natürlich sein. Bei Polen kommt es jetzt extrem drauf an, wie marschieren sie mit ihrer Kreuzzugsarmee. Sie werden wahrscheinlich direkt nach Kairo wollen. Dann müssen wir die Einheiten aus Gaza abziehen. Und müssen ihnen folgen. Ja. Mein Gott, legen die Strecke zurück. Es kommt Gegenwehr aus Krakau. Das finde ich nicht schlimm. Zurückziehen und neu formieren. Wie ihr befehlt, Kaiser. Beenden die Belagerung. Der Papst ist tot. Papst Petrus, der Missionar, ist tot. Seine Heiligkeit, der Papst, ist verstorben. Man hat so ein weiteres Kapitel in der Geschichte der katholischen Kirche abgeschlossen. Auch wenn die Position sich niemals ändert, so tut es doch der Mann, der als Stellvertreter Gottes auf Erden gesehen wird. Mit dieser Veränderung bieten sich zum einen neue Möglichkeiten, doch werden auch alte Übereinstimmungen zwischen den Königen Europas und dem Papst beendet. Das Kardinalskollegium wird jetzt aus dem bevorzugten Vatikan den neuen Papst wählen. Wieder eine Papstwahl. Nein, gewiss nicht. Gewiss nicht. Dann eher noch der mailändische Rem wird belagert, allerdings. Der Rundenbericht ist sehr gut. Wir sind wieder die fortschrittlichste Seite. Gut, dieses Mal zumindest keine Verluste der Baubericht. Oh, viel. Nürnberg eine Stadtgarde, Breslau ein Rathaus, Stettin Stelle, Aarhus Pflasterstraßen, Dongola eine eigene Farmgemeinschaft und Stockholm eine Ratskammer. Sehr, sehr gut. Der Papst versöhnt sich mit England. Also gut. Ich würde sagen, wir bauen die kleine Kapelle zu einer normalen Kapelle aus. Kaiser, welchen fremden Reichtum soll ich mir aneignen? Eine Rebellenarmee ausgerechnet jetzt. Ich rede nicht mit euch. Und Kaiser! Ja! Hier errichten wir ein Nachtlager. Die Augen des Reichs. Ich verschaffe mir einen besseren Überblick. Ja, das sind unsere ehemaligen Einheiten. Jawohl, Kaiser. Verratet mir den Namen des Ziels. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Schnell und leise. Die Steuern können wir nicht niedriger machen. Schwierig.
Befehle, Kaiser? Ja, Kaiser. Er wird... Seid gegrüßt, Kaiser. Bin unterwegs. Eine Pause bitte, Kaiser. Also gut, wir müssen Unterstützung aus Gaza schicken. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Die heutige Reise ist vorbei! Warum sich diese Kreuzzugsarmee so unfassbar schnell bewegen kann, ist mir ein Rätsel. Dann schickt ihr mir noch diese drei Einheiten. Kaiser! Na, wobei, schickt mir. Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ja! Ja, Kaiser! Ja! Vorwärts! Hier zur Not wir ein Nachtlager. Können wir auch noch weitere Einheiten aus Alexandria schicken. Befehle, Kaiser? Ja, mein Kaiser! Das ist in Ordnung so. Wir kriegen das in den Griff. Der Rebellenarmee nehmen wir uns an, sobald wir Bronisaducik vernichtet haben. Davor können wir uns darum nicht kümmern. Sie werden über die Brücke kommen. Wie viele Einheiten können wir hier ausbilden? 3 Stück? Oh Gott, die Zeit habe ich ja völlig vergessen. Meine Güte. Gut, meine edlen Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht, die Problematik hier ist die polnische Kreuzzugsarmee. Sie ist groß, sie ist leicht geschwächt und ich denke, wir können sie zurückhalten. Spannend wird hier, wie die Sache um Jeddah steht. Ob wir Jeddah einnehmen können, das möglicherweise die letzte Rückzugsstätte der Ägypter ist, die sich dann zur Rebellenarmeen auflösen werden. In Alexandria hat sich eine kleine Rebellion aufgetan. Die können wir, glaube ich, kontrollieren. Damit können wir vorerst den Nahen Osten den Rücken zu wenden. Ich denke auch nicht, dass es der richtige Ort ist, um eine große Marine auszuheben. Eher Fußsoldaten. Wie wir hier in Europa weiterverfahren, wir werden uns sicherlich in Rem wehren, auf die ein oder andere Art. Wir werden Polen weiter unter Druck setzen. Der Druck darf nicht aufhören, genauso wie der Druck auf Zagreb. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Bis dahin, euer Kaiser Odin der Erste.